Yo, ich bin's, der Black Ripper, und willkommen zu meinem neuen Nebenprojekt, und zwar Yoshi's Story. Ich hatte es ja auf meinem Kanal schon angekündigt, und da ich zurzeit gerade keinen Banjo-Kazooie aufnehmen kann, habe ich mir gedacht, nehme ich jetzt einfach Yoshi's Story auf, ja. Das ist auch ein Spiel, was ich von früher kenne, so wie Banjo-Kazooie auch. Und ja, das wollte ich halt so als Nebenprojekt machen, da ich ja Serious Sam zurzeit nicht aufnehme. Und, also ich kann gleich von vornherein aus sagen, das wird kein 100% Run. Ich hatte das mal auf 100% damals, aber erstens dauert es extrem lange, bis man wirklich alle Herzteile gefunden hat. Nein, wir sind hier nicht bei Zelda. Also diese Herze, die muss man einsammeln, um alle Level freizuschalten. Und das dauert extrem lange, bis man wirklich alle hat. Ich könnte das so machen, ich spiele das komplett erst einmal durch. Und dann kann ich immer so nachhinein, einmal so zwischendurch mal aufnehmen und dann was suchen. Aber ich spiele jetzt erstmal so und fange dann auch mal direkt an. Ja. Jetzt müssen wir erstmal die Glücksfrucht. Wow, Trauben. So, wir nehmen den Capri-Sun Yoshi. Der Capri-Sun Yoshi ist awesome. So, in dem Spiel geht es eigentlich darum, so viele Früchte wie möglich zu sammeln. Und die Anzeige drumherum, die hier, die müssen wir vollkriegen mit Früchten. Und dann haben wir ein Level geschafft. Ganz einfach. So, wir können mit Z können wir hier diese Luftblasen zerstören und dann können wir neue Früchte sammeln. Und Shy Guys fressen und Früchte sammeln. Und noch mehr Shy Guys fressen. Und durch Shy Guys fressen kriegen wir Eier. Und mit den Eiern können wir dann Shy Guys töten. Und dann kriegen wir aber keine neuen Eier, also fressen wir die Shy Guys, um neue Eier zu kriegen. Und dann machen wir Luftblasen kaputt und fressen Früchte und Shy Guys und Früchte. Und das ist das ganze Spielprinzip von Yoshi's Story. Also somit ist schon das ganze Spielprinzip erklärt. Und das hier, das sind Warper. Und wenn wir in jedem Level davon gibt's vier davon, so. Und mit denen können wir uns... Du bist böse. Frisst das. Also in jedem Level gibt es davon vier. Und wenn wir die alle gefunden haben, können wir uns halt zwischen den hin und her teleportieren. Sagt ja schon der Name. Wow. Lecker. Also die Melonen, die bringen am meisten Punkte. Scheige fressen. Und ja, die Glücksfrüchte. Oh Gott, spring doch darüber. Die Glücksfrüchte und die Melonen bringen am meisten Punkte. Dann später in der Auswertung. Und, ja, und sonst müssen wir halt alles hier vollsammeln. Extra. So, jetzt müssen wir hier schnell fressen. Kaputt machen, fressen. Nee, kaputt machen. Die holen wir später. Springen, Yoshi, springen! Du nerv mich. Nerv nicht. Idiot. Und Goal. Ja, also das ist, am Anfang ist das noch einfach. Später müssen wir auch so Blöcke hin und her balancieren. Und einen möglichen Scheiß und dann wird das schon schwieriger. Und ich habe das erst... Ja, jetzt sind wir im Super Mega Yoshi Awesome Modus und können und niemand kann uns jetzt was anhaben und wir sind unverwundbar und wir sind awesome und wir sind immer noch awesome und ja. Jetzt gehen wir erstmal zurück und holen uns die ganze andere Scheiße. Na, komm. Du schaffst das, Yoshi, du bist awesome. Du bist awesome. Du kannst das. Du bist der beste Yoshi, der je gelebt hat, der Capri-Sun Yoshi. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Frucht und dann haben wir das Level schon durch. Und dann kommen wir ins nächste Kapitel. Ja. Also jedes Kapitel hat, glaube ich, vier Level oder so, oder vier bis fünf Level. Und die schalten wir dann dadurch frei, dass wir... Nein, die Frucht sammle ich noch nicht ein, weil ich... Nein, jetzt habe ich doch eine Frucht eingesammelt. Ich wollte mir doch die Herzen holen. Naja, gut. Kann ich später auch noch machen. Also die Herze, es gibt in jedem Level drei Herzen, die wir einsammeln müssen. Und dadurch können wir dann ein neues Level freischalten in den Challenge. Und in der Challenge können wir dann halt alle Level nochmal spielen. Und da sehen wir jetzt unseren Highscore. Ist nicht besonders viel. Aber egal. So, und jetzt kommen wir in Kapitel 2. Und machen da die Gegend unsicher. Und wir nehmen wieder den Capri-Sun Yoshi, weil er awesome ist. Yay, Herzen! Großes Herz.
So begann das große Abenteuer der tapferen Yoshis. Die Musik ist auch so chillig. Yeah. Die Geschichte der Yoshis war eine Suche nach dem verlorenen Glück. Chillig. Und den sagenhaften Happy Baum. Schnuffel, der Hund, konnte ihnen weiterhelfen. Ja, den hätten wir jetzt eigentlich in dem Level gefunden, hätte ich die Frucht nicht gefressen. Die Yoshis fühlten sich glücklicher. Oh, ist das nicht toll? Nein. Doch. Na komm, geh auf Seite 2. Eine Höhle. Komm. Geh, funktioniere. Da ist unser Capri-San Yoshi. Yoshi! So, lecker. Lecker, ham, yam, yam, yam. Wir dürfen wir nicht fressen, weil sonst... Jetzt dürfen wir sie fressen. Nein, was tust du? Du bist nicht cool. Du bist blöd. Yam, yam, yam. Ich weiß eigentlich gar nicht, was das bringt, wenn man gleichfarbige Eier hat. Ob die dann stärker sind oder so, weiß ich gar nicht. Du machst das erst gar nicht. Ja, friss das. Also ich habe keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht, ob man, Eier hat, die dieselbe Farbe wie der Yoshi haben oder den, oder man andere Eier hat. Ich weiß gar nicht, ob das einen Unterschied macht. Ich habe keine Ahnung. Früher wusste ich das vielleicht mal. Los, komm, komm, komm. Wow. Was ist das? Yam, yam, yam. Können die Dinger, ja, genau. Wir können die auch abschießen. Und da, das ist so ein Herz, die wir einsammeln müssen. In jedem Level sind halt, wie gesagt, 3 und dann schalten wir ein. Wow. Du hast mir Angst gemacht, Digga. Und dann schalten wir halt ein neues Level frei. Oh Gott. Ja, ist bei 10. Frisst das. Ja, und von diesen Bienen da oben, die ich gerade gefressen habe, da kriegen wir nochmal Lebensenergie, also volle Lebensenergie. So, jetzt muss ich kommen. Eine. Scheiße. Hätte ja klappen können. Ja, wenigstens 3. Oh toll, jetzt habe ich keine Eier mehr. Also wieder zurückklatschen und Eier holen. Na los, beeil dich. Und hops. Hops, 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 hops. Na los, beeil dich. Also ich muss auch nochmal gucken, ob ich heute nochmal Banjo-Kazooie aufnehme. Werde ich ja dann sehen. Also ich brauche auf jeden Fall nochmal für heute. Heute ist der Samstag, der 14.8. Und für Montag brauche ich auch noch was zum Hochladen, weil ich habe nur noch eine Folge Banjo-Kazooie, ein Part, und dann habe ich für Montag nichts zum Hochladen, also muss ich heute aufnehmen, weil am Sonntag kann ich nicht uploaden, ich weiß auch nicht warum. Sonntags funktioniert mein Internet nie. Komischerweise. Die mir das abstellen, weiß ich nicht. So, auf jeden Fall brauche ich auf jeden Fall... Oh Gott! Yay, Super Yoshi Awesome Modus. Halt. Melone. Und komm. Yeah, Eier. Capri-Son Eier. The Multicure. So. Yeah, ein Warpy. Ich weiß gar nicht mehr, wie man ein Game kaputt macht. Frisst das. So, komm, Münzen einsammeln. Hey, du sollst sie einsammeln, Mann. Verarsch mich nicht. Und ich glaube, Yoshi's Story war auch eins der ersten Nintendo-Spiele, was, komm, ich kann nicht fressen. Ha. Eins der ersten Nintendo-Spiele, was Physik-Engine hatte. Ja, das Ding hat Physik-Engine. Pass mal auf. Das kommt auch noch in späteren Levels besser zur Show. Das ist zum Beispiel so ein Schleim, wenn man da reinläuft, dann wabert das so auch richtig realistisch berechnet und alles. Und, was seid ihr denn? Ich kann mich ja gar nicht mehr erinnern. Kann man euch fressen? Ich tut mir bestimmt weh, ne? Warte mal. Ja, die sind böse. Genau. Weil immer wenn Yoshi knurrt, dann sind die böse. Ja, die hole ich mir noch. Die hole ich mir noch. Wartet ab. Wow, wow, oh Gott. Scheiße. Komm, raus da, Yoshi. So. Kein Bock, dass du mir jetzt schon verreckst. Brauchte ich noch Capri-San Yoshi. Yeah, ein Topf. Ein Warp-Topf. Na komm,
verarsch mich nicht. Oh. Ja, so kannst du natürlich auch gehen. Also ist auch viel, was man durch Stampfattacke findet. Wo geht's denn hier? Wir gehen jetzt mal hier runter. Ah ja. Die können wir gebrauchen. Ich glaube, man kann immer nur 6 Eier tragen, war das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Früher wusste ich das mal. Ich habe hier früher wirklich allen Scheiß gemacht. Ich glaube, wir können mit Eiern auch nur die blauen kaputt machen. Die gelben können wir, glaube ich, nicht kaputt machen, die gelben Steine. Auch wenn wir der Capri-Son Yoshi sind. Na, oh Mann, stell dich nicht so an. Capri-Son Yoshi, du bist awesome. Das Komische ist, wir können diese Blöcke mit Eiern, aber nicht mit einer Stampfattacke kaputt machen. Das ist unlogisch. Aber naja. Yoshi gehört ja zum Mario-Universum und das Mario-Universum ist ja sowieso immer so ein bisschen strange. Ja. Da. Das weiß ich, was das ist. Komm. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Aber das schafft man natürlich locker, weil wir der Capri-Son Yoshi sind. Wo kommen wir hier hin? Na komm, na komm. Na komm. Nein, da wollen wir nicht hin. Da kommen wir her. So. Und hoch. Komm, du schaffst das, Capri-Son Yoshi. Ja. Yeah. Der Cap. Toll. Ah ja, Verschwendung. Jetzt erst recht. So. Oh, Banane. Banane, Banane. Melone. Nein, nein, ich will die Melone haben. Wow.